hallo Freunde, der NRW über 18 hier. Alles ist perfekt aufgenommen, Gott sei Dank, und wir können mit der nächsten und leider letzten Mission weitermachen. Computerlogbuch Captain Refelion Nachtrag. Wir haben dem gefangenen Vulkanier das Serum der Borg verabreicht und ihn so vom Einfluss der Aufseher befreit. Der Vulkanier verriet uns den Standort des Hauptquartiers, von dem aus der Meister seine Anhänger und die Nanitenanlagen kontrolliert. Er erklärte außerdem, dass der sogenannte Meister der Aufseher ein Steuergerät verwendet, um die Nanitenanlagen überall in der Galaxie zu kontrollieren. Der Vulkanier warnte uns, dass die Basis riesige Lager voller Nanitenschwärme beherbergt. Das Away-Team muss diesen Schwärmen unbedingt ausweichen, um sich nicht mit der Seuche zu infizieren. Das Team, das ich ausgewählt habe, muss an das Steuergerät gelangen und die Naniten zerstören. Es gibt keine Alternative. Die Vernichtung der Aufseher und ihrer Seuche steht kurz bevor. Sir, meine Zusammenarbeit mit dem leitenden Wissenschaftsoffizier Verov hat endlich Früchte getragen. Der Neuraldisruptor konnte erfolgreich modifiziert werden, sodass eine Trägerwelle seine Energie übertragen kann. Damit kann medizinisches Personal jetzt auch aus großer Entfernung Neuraldisruptoren einsetzen. Und das wird uns zur sehr, sehr großen Hilfe. Das kann ich euch schon mal jetzt sagen. Wählen Sie hier die Mitglieder des Away-Teams aus. So, zwei haben wir leider schon. Deswegen wählen wir jetzt nur noch 3, 5, 7. Oh, dann nehmen wir die doch mit. Ach so, und die hat auch eine Ampulle mit Box. Nee, hatte eine, oder? Die haben alle was mit. Okay. Teleporterzelle. Oh, die nehmen wir auch mit. Und ich nehme ihn noch mit. So, das war's. Ja. Können leider nur 5 mitnehmen. Transporter 4 auf Stand. Okay, Transporter 4 soll das sein. Ich hatte mal gelesen, 4 Mitglieder. Ach, egal. Wir starten in die letzte Mission. Hauptquartier der Aufseher. Hat er nicht im letzten Teil gesagt, wir sollen zurück zur Erde? Na egal. Hier wird das Team starten. Bahnen Sie sich einen Weg zur Sicherheitskonsole und deaktivieren Sie das Eindämmungsfeld in diesem Bereich. Das Team muss in den vulkanischen Tempel vordringen und die Sicherheitscodes herunterladen, mit denen der Wissenschaftsoffizier Zugang zum Computer erlangt, der die Basis der Aufseher überwacht. An wichtigen Stellen sind mit Naniten ausgestattete Kameras postiert. Hüten Sie sich auch vor den Nanitenmagazinen, um eine Infektion mit der Seuche zu vermeiden. Geben Sie Ihr Bestes. Das Schicksal der Föderation liegt in unseren Händen. Ja. Danke, Data. Das werde ich. Es widerspricht jeglicher Logik, dass Vulkanier in einen derartigen Plan verwickelt sein sollen. Vor allem diese vulkanische Sekte machte große Fortschritte bei der Bekämpfung des Bendy-Syndroms. Ja, es bricht mir das Herz, dass uns diese Wissenschaftler im Weg stehen. Aber wir haben einen Job zu erledigen. Ja, Freunde, und auch das Bendy-Syndrom. Das ist wieder eine kleine Anspielung auf eine Star Trek The Next Generation-Folge. Achtung, meine Aufseherbrüder. Wir haben die Verbindung zu unseren primären Produktionsposten verloren. Und die Systeme melden Fehlfunktionen. Es ist möglich, dass Eindringlinge versuchen, uns aufzuhalten. Höchste Alarmstufe für die gesamte Basis. So. Schnell, schnell, schnell. Bestätigt. Eine logische Wahl. So, und dass wir den Slowak hier mit bei haben, mit der Gedankenverschmelzung, das ist auf jeden Fall zwingend notwendig, denn ohne diese Gedankenverschmelzung könnten wir diese Mission nicht abschließen. Das habe ich schmerzlich jetzt heute Nacht im ersten Versuch dieser Mission gemerkt, denn ich habe hier locker 2 Stunden damit verbracht, durch die Gegend zu rennen und versucht irgendwie... Moment, wo ist er? Irgendwie hier weiterzukommen. Die Logik wird sich durchsetzen. Ah! Ah! Nein. Ich werde angegriffen. Scheiße. Der hat das Magazin jetzt geöffnet und wir können jetzt hier noch versuchen. Ja, zack, zack, zack. Und ruckzuck sind unsere Mitglieder... Nein, das ist die falsche Mission. Freunde, bis gleich. So, da sind wir wieder.
So eine Scheiße, ich hatte gedacht, ich hätte hier eben mal auf Speichern gedrückt. So. Im Prinzip ist die Mission nicht wirklich schwer, wenn man weiß, wie es geht. Da fängt dann aber jetzt der Knackpunkt an. Man weiß nicht sofort, wie es geht. Die Opposition wird ausgelöscht. Ich bin getroffen! Nein, Freundchen, du machst das... Ich werde angegriffen! Nicht! Holen Sie mich aus der Schusslinie! Ich bin getroffen! So. Speichern. So, und jetzt erst mal... Wo habe ich denn jetzt... Ich kümmere mich drum. Oh, oh. Wo? Natürlich. Da. Jetzt habe ich natürlich nicht so viele Hyposprays. Das ist schade. Schade. So, hier ist auch ein Kraftfeld. Da weiß ich auch nicht, wie ich das runterkriege. Wenn wir nämlich das hier nehmen. Zack. Da ist ein Kraftfeld. Da kommen wir nicht hin. Schade. Scheiße. Hier, das sind so, ich weiß nicht, ob das Schützengraben sein soll oder ob das was anderes sein soll. Wir haben hier auf jeden Fall nicht die Möglichkeit hinzukommen, aber die haben die Möglichkeit, hier uns zu sehen und uns hier anzugreifen, wie ihr hier gerade gesehen habt. Normalerweise müsste der jetzt losrennen und sagen, oh, wir brauchen medizinische Hilfe. Aber nun gut. Das, nein. Lösen Sie den Alarm aus. Da, siehste. Oh, schön. Schön. Wieder zwei weniger. So, jetzt kommt er dran. Widerstand ist nicht nur... Kosakenattacke! Kosakenattacke. Das hört sich so abwertend an. Ich weiß auch nicht, warum. So. Und jetzt zeige ich euch mal was, Freunde. Hier müssen wir rüber, denn wir müssen hier oben an dieser Konsole, um hier unten die Kraftfelder zu deaktivieren. Da... Und da, anders kommen wir hier nicht rein, denn wir müssen an diese Konsole, um die Zugangscodes für dieses Terminal zu bekommen, damit diese Brücke sich schließt und die Türen aufgehen, damit wir hier in das Hauptquartier rein können. Ist doch einfach, richtig? Ja, das dachte ich mir auch. Ich bin hier rumgeirrt, Freunde, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, das könnt ihr mir glauben. Hier die Konsole, damit können wir hier eine Vulkanexplosion auslösen, das ist dann auch alles. Aber ansonsten bin ich hier echt rumgerannt wie, naja, bestellt und nicht abgeholt. Und jetzt kommt der Trick 17. Wir müssen natürlich. Mit Slowak, mit der Gedankenverschmelzung, uns hier einen der Romulaner, Vulkanier, angeln. Den da, glaube ich jedenfalls. Jawohl. Da, Verbindung trennen. Das heißt, wir haben ihn jetzt an der Angel. Und gehen dann... zum Computerterminal, hier. Halt! Ich werde angegriffen! Ja. Achte ich auf werde Brücke. Angegriffen! Zack! Da haben wir Logisch. Die Brücke geschlossen. Die Gedankenverschmelzung wurde gestört. Und die killen sich jetzt hier gegenseitig. So, wir haben die Brücke geschlossen, das heißt, wir können hier oben direkt drauf. Ich bin verletzt. So, hier oben müssen wir noch aufpassen, denn da ist eine Kamera mit, medizinischer Notfall. Mit sich durchsetzen. Ich bin verletzt. Dafür werden Sie bezahlen. Ja. Ah, ich bin richtig gut, wenn ich weiß, wie es geht. So. Und siehe da, die Kraftfelder sind aufgehoben. So, vielleicht war das jetzt auch nicht so gut, weil jetzt habe ich mehr Leute da unten freigelassen, aber nun gut. Egal. Hier sind wir fertig, das heißt, wir können hier wieder runter. Warum? Nein, das ganze Team. Verdammte Axt, wo sind die denn jetzt alle? Da, oh nee, das ist gemein. Das ist gemein. Widerstand ist nicht logisch. Ich bin getroffen! Ich bin verletzt! Holen Sie mich aus der Schusslinie! Komm! Ich bin fertig! Ich bin getroffen! Ich werde angegriffen! Komm. Ah, scheiße!
das muss ich jetzt einmal kurz und jetzt so und das so und achtet jetzt mal da unten. Ich werde angegriffen. Holen Sie mich aus der Schusslinie. Tja, normalerweise. Ich werde angegriffen. Alarm aus. Da, ich glaube, jetzt hat's funktioniert. Lösen Sie den Alarm aus. Ja. Wir haben nämlich... Lösen Sie den Alarm aus. Ist doch nicht wahr. Wir haben nämlich hier mit Verov. Ah, okay, da muss ich erst wieder aufladen. Eine Explosion hier unten ausgelöst und heiße Lava ist hier hochgespritzt und hat die hier für uns gekillt. Ja, la 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 la. Sehr schön. Jetzt haben wir hier oben auf freie Bahn. Das ist sehr schön. Ah, komm, da oben, den machen wir auch noch. Die Logik. Ach nee, die können wir. Ich bin getroffen. Ach Scheiß drauf. Holen Sie mich aus der Schusslinie. Ne, die kann ich ja gar nicht aufnehmen. Na, das ist Mist. Das Terminal da oben können wir nicht benutzen. Der Trill ist bereit für Andoria und die Föderation. Das ist schön, dass du das machst. Das ist schön für Andoria. So. Da oben ist noch einer. Widerstand ist nicht logisch. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Oh, Moment, da ist noch einer. Ach, das ist der schon. Man feuert auf mich. Man feuert auf mich. Oh, das hat oh. Das hat du aber schön gesagt. So, die sehen da hoffentlich noch nichts. Ich werde angegriffen. Ja, ist ja gut. Er ist auch platt. So, jetzt müssen wir nur noch schaffen, dass wir die jetzt hier killen. Na komm schon hoch. Widerstand ist nicht logisch. Ich bin getroffen! Oh! Ich bin getroffen! Ah, Kacke da. Ah, den habe ich ganz vergessen. Ich bin getroffen! Puh, gerade noch so gut gegangen. Was machst du denn? Zeit für eine OP. Genau. Und wer braucht noch ganz dringend? Er. So, jetzt habe ich keinen Hypospreis mehr. Aber das macht nichts. Denn wir sind eigentlich hier schon fast angekommen, wo wir hinwollen. Hier oben muss ich noch aufpassen. Tovarisch. Verov. Einsatz, bitteschön. Und wieder runter. Gott, ist das herrlich, wenn man weiß, wie es geht. Freunde, ich habe mir hier so die Zähne dran ausgebissen, weil ich hier in diese Kraftfelder nicht rein konnte. Bis man da erstmal drauf kommt, da vergehen Jahre mit der Gedankenverschmelzung. So, jetzt den hier. Natürlich. Hey, wir warten. Stellt euch mal hier hin. Natürlich. Ja. Verov. Da müssen wir allerdings warten, bis der jetzt hier auf der Ecke ist. Und ich hatte auch so viel Theater hier mit diesem Nanit-Magazin, weil die es dann geschafft haben, die zu aktivieren und meine Crewmitglieder dann... Ja. Mit meinem Technik-Kit kann ich mich hier einhacken. Junge, das habe ich eben aktiviert gehabt. So, lasst komm, jede alle. Hoffnung hinter euch, ihr, die hier eintretet. Dante, Erde, 14. Jahrhundert. Der Vergleich ist bedrückend, doch akkurat. Ja, ja. Das gesamte Team soll da bitte rein. Nein, das gesamte Team. Jerry vom Monitor weg. So. Wie vielen Wirten hat sich der Symbiont wohl bereits angeschlossen? Braxton ist der 13. Wirt. Eine sehr interessante Person. Warum auch immer die das jetzt gerade hier erläutern müssen. Ich glaube, ich habe nur 4. Wo ist der 5.? Widerstand ist nicht logisch. Ich bin getroffen! Oh! Natürlich! Endlich etwas Action! Natürlich. Da, Kamerad! Ach, ist doch nicht wahr! Nur geh doch hier rein! Kingas! Warum geht er nicht hier rein? Och Mann, wieso hab ich immer so einen Scheiß? Da, wieso geht er nicht rein? Natürlich. Oh.
Nein, erst alle wieder raus. So. Gesamte Team. Und jetzt bitte alle rein. Ja, danke. Meine Herren, ey. So, hier geht es so auch nicht weiter. Da das Terminal können wir nicht nutzen. Aber wir können hier rein. Diese Tür ist offen. Aber hier auch direkt. Das ist sehr toll gemacht. Zit. Nein, so rum. Haben wir diese Überwachungskamera. Ausgestattet mit Naniten. Die Logik wird sich durchsetzen. Ah! Komm hier rein, schnell, schnell, schnell. Schnell, hier. Alle. So, und jetzt ist die Stelle gekommen, wo ich mir so die Zähne dran ausgebissen hatte, weil ich nicht mal dran gedacht hatte, dass diese Neuraldisruptoren jetzt auf größere Reichweite funktionieren. Denn wenn wir jetzt hier rumlaufen und hier einen von denen attackieren, was möglich ist, rennt der 5 Schritte vorwärts und aktiviert hier die Nanitenanlage und schwupp sind wir mit Naniten infiziert. So, jetzt können wir... Nein, können wir nicht. Bin dabei. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass das möglich ist. Ich werde angegriffen. Was? Wo? Wie? Wann? Ach nein. Ach scheiße. Ach nee. Oh. Ihr seht es, es ist echt zum Kotzen. Denn wenn die Kamera rumschwenkt, da. Guckt euch das an. Das ist doch nicht mal wahr. Ja, die Stelle, es ist die heikligste Stelle an der ganzen... auf dem ganzen Komplex hier gewesen. Also die ist, naja, nicht so ganz meine Lieblingsstelle. Die Logik wird... Holen Sie mich aus der Schusslinie! Moment. Soll ich jetzt hier bleiben? Ich bin hier rumgelaufen. Dahin. Achtung! Und dann mit dem Scharfschützengewehr bin ich sofort auf den, wobei... Bin dabei. Ich versuch's mal. So. Die Opposition wird ausgelöst. Holen Sie mich aus der Schusslinie. Ich werde angegriffen. Ich bin angegriffen. Holen Sie mich aus der Schusslinie. Die Reichweite, also die Reichweite, die ist ja bombfortunös. Weißt du, da habe ich jetzt echt mal gedacht, okay. Die Opposition wird ausgelöscht. Ich habe jetzt eine Möglichkeit, aber der hat zuerst. Das ist gut. Na! Dafür werden Sie bezahlen. Ich bin getroffen! Nein, es hat sich einer verabschiedet. Okay, also endlich etwas Action! Mit dem Scharfschützengewehr machen müssen. Hier rastet man echt aus, Freunde. Hier rastet man echt aus. Die Opposition wird ausgelöscht. Holen Sie mich aus der Schusslinie! Holen Sie mich dafür aus der Schusslinie. Sie bezahlen. Man feuert auf mich. Dafür werden Sie bezahlen. Puh. So, das ging doch schon mal ganz gut. So weit, so gut. Jetzt kommt hier direkt das nächste Hindernis. Wobei das noch nicht mal wirklich das Hindernis ist. Denn... Die Opposition wird ausgelöscht. Wir kommen hier relativ leicht rein, nämlich jetzt. Ja. Sie haben es also tatsächlich geschafft, in unser Allerheiligstes vorzudringen. Trotz ihrer Hartnäckigkeit bleibt nur eine logische Möglichkeit. Alpha und Beta Quadrant schließen sich den Aufsehern an und erreichen den Zustand der absoluten Logik. Sogar die Borg werden sich uns bald anschließen. Und jetzt zeigen wir ihnen den Weg. Zeig mir mal den Weg. Na komm. Oh! Man feuert auf mich! Man feuert auf mich! Ey, was geht denn jetzt hier bitte ab? Oh!
So, ich habe den nicht getroffen. Dieses Arsch. Das. So, hier, da müssen wir hin, aber... hallo, ich habe da drauf geklickt. Da ist ein Kraftfeld. Das heißt, wir müssen einmal hier hinten rum. Die Opposition wird ausgelöscht. Kameraden, hilft mir! Müssen einmal hier hinten rum. Und hier unten hin, denn da steht das Terminal, womit wir das Kraftfeld deaktivieren können. Um dann hier an die Konsole zu kommen, um dann dieses Kraftfeld da hinten zu senken. Da die Konsole können wir nicht bedienen. Im Prinzip habe ich... Nicht logisch. Ich werde angegriffen. Habe ich es mir schlimmer vorgestellt zum Ende des Spiels hin, dass ich jetzt hier was weiß, was passiert. Zack. Hier ist es zu Ende. Unterwerfen Sie sich der absoluten Logik. Sie haben keine Wahl. Nein, ich habe die ferngesteuerte Mine nicht dabei. Scheiße. Kacke. EMP-Granate. Ich hatte bei dem Versuch, beim ersten Mal... hatte ich die ferngesteuerte Mine dabei. Und, ach ja, da steht ja noch einer. Die Logik wird sich durchsetzen. So, Moment, und jetzt schnell. Das... Ja! Das war's. Was ist passiert? Was? Ich habe wieder Gefühle. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Ich kann den... Ist das mal geil, Freunde? Ist das mal geil? Ey, das Spiel ist auf Auszeit und das Ding wird wieder aktiviert. Das hasse ich so an diesem Spiel. Das hasse ich. Ich hasse es. Und wieder alles. Nee, Freunde, ich sag dazu nix. Ich sag dazu echt nix. Die Opposition wird ausgelöscht. Ich bin getroffen. Ja, ja. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ja. Er trifft uns, aber wir treffen ihn nicht. Das ist doch auch herrlich, oder? So, alle hier hinten rum, bitte. So. Halt. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Die ferngesteuerte Mine, das wäre jetzt hier das i-Tüpfelchen, auf der Sahnetorte, denn mit ihr könnten oder hätten wir die Minen hier hochgehen lassen können. Ah, ist das ein Mist! Das kann ja jetzt heiter werden. Wenn ich den Werov hier einzeln stehen lasse, dann wird der nachher von den Naniten befallen. Na, ist doch alles Käse. Da hat man echt wieder mal nicht nachgedacht. Die Opposition wird ausgelöscht. Kosakenattacke! Naja. Kosakenattacke. Wie sich das anhört. Das hört sich total abwertend an. So. Hier. Ja, ja. So. Jetzt müssen wir hier wieder warten. Warte mal, sieht er mich vielleicht? Kommt er schon? Nee. Leider, leider. So, ach so, ja, genau. Wenn ich da jetzt vorbeilaufe, dann explodiert die doch. Tovarisch. Moment, einer, der ein bisschen volles Leben hat. Oh yeah. Die Logik wird sich durchsetzen. Holen Sie mich aus der Schusslinie. So kann man es auch machen, ich hab. Und der ist sogar draufgegangen. Nein, 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 nein. Schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück.
Puh, wir haben es doch noch geschafft, Freunde. Wir haben es doch noch geschafft. So. Soll ich jetzt hier mal... Tovarisch. Schnell dahin. Und hier drauf. Wir haben es, Freunde. Wir haben es geschafft. Das recht kurze Ende. Es startet. Was ist passiert? Ich habe wieder Gefühle. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Ich kann den Strom der Gefühle nicht aufhalten. Ich bin Vulkanier. Mein Geist ist rein. Hass. Wut. Es gibt so viele Emotionen. Ja, und... Sie haben uns von der Kontrolle durch das Virus befreit. Wie Sie sehen, geht es unserem Meister Enkal nicht gut. Als er vom Bendy-Syndrom befallen wurde, versuchten wir, seinen Zustand mit einem Virus zu bessern, das wir aus einer Borg-Technologie züchteten. Wir nahmen fälschlicherweise an, dass wir die Borg-Naniten ohne Risiken nutzen könnten. Eine solche arrogante Fehleinschätzung ist äußerst untypisch für Vulkanier. Der ist tot. Sie haben recht. Um unseren Meister zu retten, stellten wir das Wohl des Einzelnen über das Wohl der Gemeinschaft. Wir werden das Urteil der Föderation über unsere Verbrechen akzeptieren. Ja, bums, das war's. Away-Team an Incursion. Wir haben den Meister der Aufseher in Gewahrsam genommen. Beamen Sie uns hoch. Genau. Der ist zwar gar nicht mehr... Umgehen Sie die Kameras, bevor Sie erfasst werden. Ja, normalerweise, ja, das hatte ich vorhin... Naja, vorhin ist gut. Heute Nacht im ersten Versuch grün. Tja, Freunde, das war die große finale Mission. Und schauen wir uns das mal an. Ja, da steht er sogar noch. Virov ist aber jetzt durch die Naniten infiziert, weil die Kamera sich ja wieder reaktiviert hat. Und naja, das ist ein ganz toller Spielefehler, Freunde. Ein ganz toller Spielefehler. Aber nun gut, das war das recht kurze Finale. Wir schließen jetzt diese Mission und dann kommt gleich noch ein kleines Fazit. Computerlogbuch Captain Refellion Nachtrag. Mit großem Stolz kann ich den erfolgreichen Einsatz des Away-Teams auf Vulkan melden. Das Team konnte manipulierte Befehle an die Nanitenanlagen überall in der Galaxie senden und innerhalb nur weniger Stunden attackierten die umgepolten Naniten die Naniten der Aufseher und Millionen von Lebewesen fielen wieder in ihren normalen Zustand zurück. Es ist bedauerlich, dass die Suche nach einem Heilmittel für das Bendy-Syndrom zu so viel Zerstörung geführt hat. Ich habe auch mit dem gerade genesenen Admiral Nolotai über die Situation gesprochen. Er hält die Offenlegung der Angelegenheit für keine Lösung. Da die Seuche der Aufseher vom Prinzip her den Borg ähnelt, werden alle Imperien annehmen, es handelte sich um einen weiteren Borg-Angriff. So würde die Anonymität der Incursion und der galaktische Frieden bewahrt. Ich habe Admiral Nolotai gebeten, alle Crewmitglieder der Incursion für ihren selbstlosen Einsatz für die Föderation auszuzeichnen. So, und jetzt schließe ich mal an. Einen Borg-Angriff. Wenn die Borg angreifen, dann assimilieren sie. Das heißt, die einzelnen Leute werden zu Borg-Drohnen. Das ist hier bei keinem einzigen passiert. Also, wie deckt sich das mit dieser Erklärung? Zum Zweiten, wieso... Ich meine, gut, auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass es geheim gehalten wird. Denn wenn das an die Öffentlichkeit kommt, können böse Kräfte davon Wind bekommen und sich denken, das mache ich auch. Okay, ist die eine Sache. Aber das damit den Borg zu erklären, das finde ich wiederum scheiße. Zum nächsten ist das Ende des Spiels ziemlich abrupt, schnell und auch genauso schnell vorbei. Dann ist das ganze Spiel vorbei. Da habe ich mich jetzt heute Nacht wirklich drüber ein bisschen geärgert, dass man so ein schönes Spiel im Prinzip auch mit so einer Idee her von, ne, dass man das so schnell enden lässt. Und auch den U-Mod von, weil das Spiel ist, erkläre ich auch gleich nochmal im Abspann, im nächsten Teil allerdings dann erst, das Spiel spielt zeitlich nach Deep Space Nine und nach der Rückkehr der Voyager. Das heißt, das Hazard-Team ist bekannt. Das heißt, der U-Mod hätte eigentlich hier auch eingesetzt werden können. Aber okay, das sind alles so kleinere Feinheiten, die das Spiel... Naja, das macht das Spiel halt aus. So, Freunde, das war die letzte finale Mission. Und das war auch dieser Teil hier. Ich hoffe, mein
Technik hat jetzt hier auch meine Stimme aufgenommen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil mit dem Abspann, meinem kompletten Fazit wieder. Und dann hoffe ich, euch hat das Gameplay gefallen. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.